im Gewächshaus ist ein bisschen was passiert. Ihr könnt hier sehen, ich habe die Salatpflänzchen, die ich im September gesät habe, hier eingepflanzt. Die waren in den Kübeln. Dann habe ich hier die Erde aus den Kübeln zum Teil schon verteilt. Diese Beetabsperrung hier schon mal installiert. Und so werde ich jetzt fortfahren, dass hier irgendwann dieser Kübelwald mal weg ist und dann auf beiden Seiten hier die Beetfläche entsteht. Hier sind schon mal die ersten vier Tomatenhaken, hergestellt aus einem alten Kleiderbügel in vier verschiedenen Größen. Mal schauen, da müssen noch ein paar mehr dazukommen, denn insgesamt werde ich so ja, maximal 12 Tomaten im Gewächshaus in der nächsten Saison unterbringen. Auch hier blüht noch ein Ringelblümchen, heute am 31. Dezember 2018. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.